Riesengroß, mega stabil, riesengroße Schubladen. Ihr könnt natürlich genau diese Variante einfach 20 cm höher bauen und habt die perfekte Werkbank. Ich baue jetzt erstmal grob vom Gestell die Seitenteile. Die sollen so ausschauen. Und die möchte ich eben überlappen. Da werde ich mir jetzt einfach lauter solche Schnitte setzen mit der Tischkreissäge und die dann rausstemmen oder so, dass ich die schön überlappen kann. Ich kann euch gar nicht sagen, wie stolz ich bin. Die Überlappung ist wirklich fast perfekt. Hier jeweils einfach mal drüber gehen. Ja, also Leute, wenn das nicht perfekt ist. Bei den Beinen unten soll das nicht ganz unten, sondern ein bisschen höher festgemacht werden. Jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass wir auf der einen Seite den Anschlag nicht haben. Jetzt nehme ich mir einfach wieder mein Probestückchen, das ich mir gemacht habe, lege mir das hier an und hier drüben mache ich mir zwei Striche. Einmal oben und einmal unten. Ja, und das mache ich auf beiden Seiten. Und anhand diesen Strichen kann ich mich jetzt am Sägeblatt einpeilen, wo ich hin muss, dass ich jetzt hier ausspare. Und jetzt mache ich mir den Spalt lieber ein Stückchen, ich hoffe, ich habe es auch so gemacht, lieber ein Stückchen zu schmal als zu breit. Ja, oh, perfekt. Ja, seht ihr, lieber ist am Anfang noch ein bisschen zu schmal und ihr geht mit der Säge oder mit dem Stemmeisen noch einmal, also ein Stechbeitel, Stemmeisen kennt ihr, noch einmal nach, bevor ihr es von Anfang an zu breit macht und wir hier zu viel Spiel haben. Das ist schon okay. Ich habe jetzt hier die zweite Überplattung gemacht und jetzt seht ihr schon, die hier hält schon von alleine und zwar wirklich so, dass man sie noch, dass man sie schon noch auseinander machen kann. Seht ihr? Aber wenn man sie zusammendrückt, dann, dass man sie auseinander machen kann. Aber dass, wenn man sie zusammendrückt, dass sie schon sehr satt hält. Und genau so, denke ich, möchte man es haben, weil dann haben wir möglichst wenig Spiel. Jetzt kommt da eben hier unten ein Balken, der längs nach hin und oben wären es zwei, dass die Tischplatte oben besser stabilisiert ist. Ihr seht, ich habe mir hinten den Wolfi hingestellt, meinen Beistelltisch, und habe mir hier so ein flaches Brettchen eingespannt. Das habe ich genau auf die Höhe gemacht, dass es eine Ebene hat. Jetzt kann ich meine lange Balken hier drüben so ein bisschen auflegen. Ich habe jetzt hier auch nicht so genau gearbeitet. Das heißt, hier werde ich ein bisschen mehr jetzt einfach im Nachhinein rausbrechen und vielleicht mit dem Stemmeisen ein bisschen nachgehen und schleifen. Aber da gehe ich hier auch wieder ganz grob mit meinem Stemmeisen oder Stechbeitel hin, mache das weg und den Rest verschleife ich. Ja, also da ist jetzt wirklich nichts dabei. Je sauberer ihr das macht, umso besser passt es. Den Rest kann man wahrscheinlich eh schon wieder verschleifen. Jetzt habe ich das soweit zusammen. Ich will euch noch was zeigen. Folgendes. Ich habe ja die Längsdinger jetzt auch hier so für die Überplattungen vorbereitet. Ich habe ursprünglich überlegt, ob ich mir die Längsdinger hier oben so ein bisschen weiter nach innen reinsetze, weil ich nicht alles am Eck überplatten wollte. So wie hier hinten, ja, dass ich sage, hier drauf ist ja blöd. Jetzt habe ich mich aber doch dazu entschlossen, dass ich es ganz außen mache, in die Außenüberplatte. Das heißt, ich habe jetzt hier nochmal ausgeschnitten. Wie habe ich das gemacht? Na, im Grunde genommen habe quasi dieses Teil hier ja nochmal abgeschnitten und habe hier den Steher auch nochmal 3 cm gekürzt. Das habe ich mit der Kappsäge gemacht. Jetzt kann man das hier aufsetzen und habe hier auch nochmal genau eine Überplattung, um das hier drauf zu machen. Leimerisieren. Hier flatschen wir wieder ein bisschen Leim rein. Flatsch, 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 flatsch. Flatsch, flatsch, flatsch. Das Ding jetzt einfach reinklöppeln. Gut. Schauen, dass es überall wirklich bündig aneinander liegt. Und dann mache ich da schon meine erste Zwinge ran. Jawollo. Ja, 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 feste. Oben noch und dann hat sie es schon. Gut, jetzt ist es beieinander. Und jetzt können wir natürlich das größtmögliche Winkeldingsbums hier reinmachen. Wir können innen. Wahnsinn. Perfekt. Also, es passt wirklich. Oh, Leim. Den Restleim können wir gleich wieder abschmieren. Es passt wirklich sehr gut, Leute. Ich bin echt sehr begeistert und zufrieden mit dieser Methode. Ich mache jetzt noch das zweite Seitenteil, lasse den Leim abbinden und dann sehen wir, wie es weitergeht. So, den Tisch oder Werkbanktisch, den ich baue, der soll auch zum Filmen benutzt werden. Da wird von vorne drauf gefilmt und weil unter dem Tisch auch manchmal Gerümpel drinstehen soll, das soll man nicht sehen, kommt vorne eine Platte als Frontplatte drauf. Da habe ich dieses wunderschöne Stück. Jetzt fragen sich einige von euch wahrscheinlich schon, warum ich eigentlich so eine dicke, massive Platte jetzt da vorne hinmache und nicht einfach irgendwas ganz Dünnes, so als Deckschicht. Ich kann jetzt mit der massiven Platte hier noch ein bisschen mehr Stabilität in die Werkbank bekommen. Und das mache ich natürlich auch gerne, weil je stabiler, desto besser. Das heißt, ich mache jetzt hier Schrauben fest an taktisch sinnvollen Stellen. Das wäre einmal hier oben, jeweils ganz außen.
diese Schraube und diese Schraube. Hier sehe ich quasi, dass sich dieser Balken oben so ein bisschen jetzt übersteht. Und den kann ich jetzt, weil ich hier außen die Schrauben befestigt habe, mit einer Zwinge ein bisschen runterzwingen. Dann ist das schon mal gerade. Möglichst nah an der Schraube. Jetzt bin ich hier quasi auch bündig und mache die nächsten Schrauben fest. Jetzt sind wir hier schon super gerade. Und jetzt können wir dementsprechend alle restlichen Schrauben festmachen. Und jetzt bietet mir diese Rückwand hier nochmal richtig viel Stabilität und richtet mein ganzes Gestell auch noch besser aus, dass das alles noch besser, noch gerader und besser im Winkel ist. Jetzt bauen wir unten noch eine Ablagefläche rein. Da habe ich hier noch dieses Brett, das ist tatsächlich ein Reststück. Ja. Das ist quasi der Verschnitt von der Frontplatte. Normalerweise, wenn das eine normale Werkbank auf Stehhöhe wäre, würde ich unten ein Brett über die ganze Fläche einbauen. Nachdem das aber ein Tisch wird, an dem man sich hinsetzt, möchte ich für die Beinfreiheit eben vorne freilassen. Deswegen kommt nur auf der hinteren Seite ein Brett rein, dass man hinten noch Sachen draufstellen kann. Hier haben wir wieder unseren Restklotz, habe ich ja schon gesagt, immer sowas aufheben. Und mit dem markieren wir uns jetzt hinten zwei Ecken, also die Aussparungen, wo wir das reinschieben müssen. Dann passt das Brett auch schon genau rein. Also müssen wir da gar nicht recht viel mehr machen. Und das finde ich natürlich super praktisch. So, einfach hier markieren. Ecken schneiden wir dann aus. Der Einfachheit halber mache ich das jetzt einfach mit der Stichsäge. Hier auch wieder schauen, dass wir es nicht schon zu groß ausschneiden, sondern lieber noch mal ein bisschen nachpassen. Und hier hinten werde ich auf der Unterseite hier noch ein paar Pocketholes reinschrauben, dass man die dann noch hier so zack, zack ein bisschen festpinnen kann. Dann liegt hier vorne auf und ist hier hinten auch ein bisschen besser geschützt. Und jetzt sieht man schon hier, den ganzen Dreck hätte man natürlich auch absaugen können. Gut, dann mache ich mir hier oben auch wieder Markierungen für die Schrauben, die von oben geschraubt werden. Ziehe ich einmal durch und da kommen dann Schrauben von oben rein. Und auf der Seite kommen natürlich auch noch mal jeweils ein paar Schrauben rein. Die bohre ich auch wieder vor, dass es von oben ordentlich ausschaut. Und dann werden die einfach wieder verschraubt. Gut, und für die Pocket Holes nehme ich wie immer ganz einfache Linsenkopfschrauben. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da passt im Grunde genommen jede Linsenkopfschraube. Die hauen wir da hinten jetzt rein. Ich habe ja hier noch einen Balken über gehabt, weil ich mir ursprünglich ein Mehr eingeplant habe. Deswegen konnte ich den jetzt noch kurz schneiden. Und jetzt habe ich mir die zurechtgeschnitten hier außen jeweils zwei, die genau hier reinpassen. Die schraube ich jetzt von unten einfach ran. Und hier in der Mitte einer, den schraube ich hier von unten ran. Da habe ich mir hier jeweils die Mittelmarkierungen markiert. Jetzt halten wir den mal hier unten schön hin. Dann sollte der auch im rechten Winkel sein. Das messe ich aber lieber gleich nochmal. Und den schraube ich jetzt hier fest. So, beim Mittelteil hier hatte ich einen kleinen Denkfehler. Das habe ich jetzt vorne nochmal gekürzt, dass es vorne nicht bündig ist, sondern ein bisschen nach hinten versetzt, weil ich hier eine Schubladenblende von drüber schauen lassen möchte, damit man den Balken dann nicht sieht, wenn die Schublade zu ist, dass das halt hübscher ist. Ich habe mir jetzt einfach hier so ein Reststückchen genommen. Das spanne ich mir hier unten mit einer Schraubzwinge einfach ran und das schaut hier ein bisschen über. Das ist jetzt einfach dafür, dass ich meine Schubladenschiene hier einfach so auflegen kann und jetzt kann ich die einfach verschrauben. Vorne mache ich sie bündig, mehr ist tatsächlich nicht dabei. Vom Verschrauben, seht ihr, haben die Schubladenschienen hier immer solche Laschen, da verschraube ich die immer hier in der Lasche, weil damit kann man das so ein bisschen noch verbiegen und kann noch, hat so ein bisschen Spielraum, falls die Schublade nicht aufs Mü genau passt. Aber ganz wichtig, ihr müsst jetzt da trotzdem sehr genau arbeiten, weil da geht es schon um einen Millimeter. Das ist genau das Richtige für mich, weil ich bin ja der obergenaue Arbeiter. Inzwischen habe ich auch die Rollen angebracht. Das sind so Klapprollen. Das heißt, da kann man quasi draufsteigen und dann geht der Tisch nach oben. Ich habe dieses Mal auch so Halterungen gekauft, die man jetzt hier abmachen kann. Schaut sich das an. Dann kann man die Rollen komplett entfernen. Jetzt kann man die Rolle hier einfach so reinstecken. So, ihr seht, ganz einfach den Bolzen rein, den Sicherungsbolzen. Und wenn man jetzt hier draufsteigt, zack, ist die Werkbank aufgebockt und man kann sie verrollen. Das ist auch wieder so ein Reststück. Was macht man mit so einem Ding? Bin ich gespannt, ob ich das jemals irgendwo brauche. Ab ins Holzregal damit. Das wären die Schubladenböden. Weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. So, die Schublade wird jetzt im Grunde genommen einfach stumpf aneinander geschraubt. Und hier können wir quasi die Nut einführen. Und ich sage euch eins, die Nut ist sehr, sehr, sehr passend. Man könnte die schon auch ein bisschen größer wählen tatsächlich. Ranklopfen und verschrauben. Hier gucken, dass alles bündig ist. Passt. Gut, jetzt die letzte Wand dran. Sieht gut aus, Leute.
Wenn man hier guckt, sieht man, dass hier das Loch von der Nut ist. Ja, hier und auch hier und natürlich auf der gegenüberliegenden Seite. Und ich habe jetzt die Schublade so gebaut, dass das vorne und hinten ist, weil vorne kommt ja eine Blende drauf. Das heißt, mit der Blende verdecke ich das hier und dann haben wir von der Seite keine so hässliche Nut. Von der Seite haben wir halt dafür zwei dieser Schrauben. Zum Schubladenschienenbefestigen mache ich es ganz einfach. Ich habe mir jetzt hier oben einfach eine Linie markiert und da lege ich mir meine Schiene an und mache die mit zwei so super Klemmzwingen, Link in der Videobeschreibung, fest. Und jetzt kann ich hier einfach meine Schräubchen reinschraubilisieren. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es passt. Wäre natürlich schön, wenn ich nicht wieder alles falsch gemacht hätte. Links, oder? Okay, ich sehe schon, ich muss tiefer. Hier passt irgendwas nicht. Habe ich mich hier vermessen oder was? Bisschen tiefer auf der einen Seite. Mist. Gut, ich habe jetzt die Auszüge einfach einen Zentimeter versetzt. Dann müsste es eigentlich sicher passen. Und den Rest machen wir ja dann mit der Blende, dass das alles wirklich perfekt und mundo schön wird. Ah ja, sieht schon besser aus. Ja, zieht's rein. Hier hinten hängt es ein bisschen. Dann muss man gucken. Kann sein, dass ich den mittleren Balken vielleicht ein bisschen versetzen muss. Aber das machen wir jetzt erstmal, wenn die zweite Schublade drin ist. Die zweite Schublade ist drin, die geht noch besser wie die erste. Und jetzt zeige ich euch, wo es noch hakt, weil die erste Schublade hakt ein bisschen. Schauen wir runter. Wenn wir jetzt hier die Schienen anschauen, sieht man, wenn es nach hinten geht, dass hier ist so ein bisschen mehr Spalt als da. Das heißt, dieser Balken ist tatsächlich, da habe ich mich scheinbar falsch markiert, der muss ein bisschen weiter rüber. Somit werde ich jetzt einfach von dem Balken da unten die Schrauben lösen, werde es gerade ausrichten und wieder neu verschrauben und dann sollte das perfekto mundo passen. So. Gut, jetzt einfach hier so ein bisschen mit Gefühl verschieben, dass es möglichst gleich ist. Sollte passen. Ich mache sicher jetzt aber mal nur eine Schraube erst fest. Und? Perfekt. Perfekt! Ich habe wirklich zwei Schubladen gebaut, die beide gehen. Ich glaube, das ist Premiere. Leute, mega geil! Ja, ich bin der weltbeste Schubladenbauer. Ich habe mir einstweilen die Schubladenblenden hergerichtet und was jetzt hier ganz praktisch ist, dass ich die Werkbank umkippen kann. Das heißt, ich kann mir die Blenden einfach hier so drauflegen, kann sie hier perfekt ausrichten, sodass wir überall so einen Millimeter Abstand haben. Und von innen habe ich die Schrauben schon vorgeschraubt, das heißt, die muss ich jetzt nur noch reinballern. Und wenn ich den Tisch jetzt wieder aufstelle und alles auf und zu geht, dann bin ich zufrieden. Folgendes, ich mache hier keine Griffe ran, weil die Schubladen sind so, dass ich die Blende unten ja einen Zentimeter überstehen lassen habe. Das heißt, man greift einfach unten rein. Somit bleibt die vorne ja, neutral. Ich habe jetzt hier eine Kabeldurchführung gemacht und zwar sollen ja von der Tischplatte hier oben drei Löcher reinkommen, durch die man Kabel durchführen kann. Hier hinter der Schublade ist ja ein Spaltplatz, da würde man die Kabel schon durchbringen. Aber ich habe das jetzt so gemacht, dass ich genau hier die Kabeldurchführung dann setze und habe eben die Hälfte noch aufgebohrt, dass man da besser durchkommt. Ich male jetzt alles an, wie ich schon gesagt habe, einfach mit der Walze. Die Farbe PU-Buntlack RAL 7016, glaube ich, egal. Irgendein dunkelgrauer Grauton, mit dem male ich es an und wie ihr seht, ich walze einfach. Also, ihr könnt euch jetzt vorstellen, ja, Farbe einwalzen geht so und das mache ich jetzt über den ganzen Tisch und das jetzt wahrscheinlich auf 2-3 Tage verteilt. Ich denke, da bin ich jetzt beschäftigt. Endlich ist die Tischplatte gekommen und ich habe die hier schon alleine raufgehievt, die ist ultra schwer. Was ist das jetzt für eine besondere Tischplatte? Das ist halt einfach so eine, ja, wie heißt denn das, so Pressspan, ihr wisst schon, dieses zusammengepresste Holz, außen laminilisiert, so Eichenoptik. In den Ecken habe ich solche kleinen Holzpinöpels festgeschraubt. Jetzt schaut mal, das habe ich in jeder Ecke gemacht. Und das sind jetzt quasi meine Platzhalter oder besser gesagt meine Zentrierstückchen, dass die Platte immer genau hier wieder so angepasst werden kann. Danach wird die Platte einfach von hier mit langen Schrauben von unten verschraubt. Da haue ich vorne und hinten jeweils 3 oder 4 Schrauben rein und dann ist es fest. Dann habe ich hier hinten diese Forstnerbohrerlöcher gemacht. Da habe ich jetzt einen 50er Forstnerbohrer von unten rangehalten, habe draufgehauen und habe mir da so ein kleines Löchlein markiert. Und durch das Löchlein habe ich von unten mit einem dünnen Bohrer durchgebohrt. Und dann bin ich quasi hier oben wieder rausgekommen und das kleine Loch ist jetzt meine Markierung, da wo ich jetzt mit einem riesen fetten 60er Forstnerbohrer, den ich mir extra bestellt habe, hier jetzt ein großes Loch für eine Kabeldurchführung machen kann.
kann. Schaut mal dieses fette Ding an, das ist echt ein Megateil. Da habe ich halt jetzt mal investiert. Ich glaube, der hat knapp 60 Euro gekostet. Wie gesagt, ist verlinkt. Ich hoffe, dass er dementsprechend jetzt auch gut ist und dass ich hier möglichst wenig Ausriss produziere. Jetzt hat man vielleicht ein bisschen gesehen, dass ich beim ersten Loch hier schon so ein bisschen verrutscht bin. Das ist natürlich hier oben nicht wirklich schön. Und ich habe gemerkt beim Bohren, durch die, wie heißt denn das, durch die Laminierung, durch die Eichenschicht, Fake-Schicht, ging es schwierig durchzukommen, da ist mir der Bohrer auch recht rutschig gewesen. Aber als ich dann drin war, dann ging es natürlich durch wie Butter. Das habe ich mir ja schon gedacht, dass das Loch hier oben nicht so schön perfekt wird. Und hier innen, das ist ja auch nicht schön, weil man ja das Presssparen jetzt sieht. Deswegen habe ich mir solche Kabeldurchführungspinöpel-Dingsbumse gekauft. Diese Kabeldurchführungspinöpel-Dingsbumse, die kann man eben hier so verstellen. Und da kann man dann seine Kabel reinführen in verschiedene Löchlein. Die haben eben 60 mm hier unten. Deswegen habe ich mir hier 60er Löcher gemacht und brauchte eben extra diesen 60er Forstnerbohrer. Die klebe ich jetzt einfach rein mit ein bisschen Sekundenkleber, mache da ein bisschen Aktivatorspray drauf und das kleben wir jetzt einfach so rein. Zack. So, das war's nun von meinem riesengroßen Werkbank-Streaming-Schreib-Sitz-Arbeitstisch. Riesengroß, mega stabil, riesengroße Schubladen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt natürlich genau diese Variante einfach 20 cm höher bauen und habt die perfekte Werkbank. Somit bin ich raus. Ich zerlege das Ding jetzt wieder, schmeiße es ins Auto und dann weg damit. Ihr seht, das ist viel zu eng hier. Ich habe gar nicht so viel Platz, wie man meint. Servus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.